Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Test hier beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ich habe mir dieses Mal den Scania R730 herausgesucht. Ein schöner Traktor mit großen Friction-Reifen, der laut Beschreibung 700 irgendwas PS hat und auf alle Fälle vom Äußeren her eine Augenweite ist, im Inneren auch ja, detailreich gehalten, nicht ganz so ja, hochwertig grafisch gemacht, aber auf alle Fälle sehr, sehr schön. Vor allem hat man hier auch, sehe ich zum ersten Mal im LWS Rückspiegel, auch wenn sie nicht unbedingt optimal sind, weil sie nicht unbedingt die Maps zeigen, wie sie hinter einem ist und vor allem auch keine anderen Objekte zeigt. Das ist ein bisschen schade. Für was ist der Scania jetzt so gut? Ist auf alle Fälle eine Zugmaschine. Und da sie nur ein Aufliegeraufnahme hat, kann man hier natürlich gleich die erste Fahrt mit dem Scania und ich verkacke sie. Klasse. Ist sie auf alle Fälle gut zum Fahren mit dem Acroliner, hier mit diesem den großen Kipper, sag ich mal, mit dem großen Anhänger, da funktioniert das Ganze einfach wunderbar und kann auch mehr als die hinten dran stehenden 40 Kilometer pro Stunde fahren. Wir fahren jetzt hier eine 50, wie ihr seht, eine 60 geht auch und damit kann man natürlich auch deutlich schneller diese ja, Acroliner, sag ich mal, auf das Feld transportieren und beispielsweise schneller als mit so einem Traktor, wie er hier daneben steht, hier unter die Mähdresche, unter die Erntemaschinen und dessen Ladung aufladen und auch schneller zum Hof bringen. Es ist einfach sehr, sehr effizienter, weil man dadurch schneller ist und dadurch in kürzerer Zeit deutlich mehr schafft. Außerdem sieht es natürlich schön aus, wenn man so eine Zugmaschine vorne an so einen Auflieger dran setzt. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.